Auch fürs Protokoll nochmal das Einvernehmen zur Wahl, damit Sie das auch hier gehört haben und das auch im Zweifel für alle Unwägbarkeiten protokolliert werden kann. Und insoweit ist einer Ernennung nichts mehr im Wege stehend. Das führt uns zum nächsten Tagesordnungspunkt, die Reihenfolge der Vertretung des Oberbürgermeisters. Nachdem wir nun komplett sind, was die beigeordneten Stellen angeht, bekommen Sie von mir aktuell einen Änderungsantrag ausgereicht, der auch dann Grundlage der Abstimmung ist. Zum einen ist hier noch mal ergänzt, wo bisher nur NN stand, mit dem gerade durchgeführten Wahl, das auch namentlich zu vergegenständigen. Zum Zweiten schlage ich Ihnen eine Änderung der bisherigen Reihenfolge vor. Und neben der ersten Stellvertretung für Herrn Donauhauser dann als zweiten Stellvertreterin Frau Eva Jenichen und dann in der Reihenfolge können Sie selber dem Vorschlag entnehmen. Das wäre, wie gesagt, dann die Abstimmungsgrundlage. Ich betone an dieser Stelle noch mal auch vorneweg deutlich, dieser Vorschlag, der Ihnen jetzt vorliegt, bekommt mein Einvernehmen. Für alle anderen Vorschläge signalisiere ich das nicht. Herr Lichti. Wobei, nee, wir steigen jetzt ganz normal ein, weil ich habe ja sehr viele Wortmeldewünsche. Insofern haben wir zunächst erstmal einen Änderungsantrag SPD. Würden Sie eine Runde machen? Dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde und die beginnt mit Bündnis 90 die Grünen. Wird da das Wort gewünscht? Ja, Frau Fidosz-Jähne, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen, die uns hier oben zuhören und sehen und im Stream. Das Thema Stellvertreterregelung. Ja, im Nachhinein gesehen wäre das besser bereits Teil des Kompromisses gewesen, den die ModeratorInnen oder SchlichterInnen, wie man sie auch immer nennen möchte, mit dem Paket Beigeordnete damals geschnürt haben, dann hätte man das wirklich gleich richtig eben als Gesamtkomplex behandelt und auch abgestimmt. Ich bedauere es nach wie vor sehr, dass wir für unsere Forderung nach bewährter Praxis zu verfahren, die Stellvertreterreihung nämlich nach Fraktionsstärke vorzunehmen, für die sich damals auch ausdrücklich Herr Hilbert und die CDU ausgesprochen hatten, also als wir das letzte Mal festgelegt haben, diesmal weder von Oberbürgermeister noch von der CDU und man muss aber sagen, auch von der Linken keine Zustimmung signalisiert bekommen haben. Da kann ich mir dann leicht Mehrheiten ausrechnen. Darüber hinaus hat uns auch niemand für andere Vorschläge geworben. Wenn ich jetzt uns sage, meine ich auch ganz dezidiert Frau Scharnetzky und mich, falls da irgendwie andere Gespräche geführt worden sein sollten, von denen wir nichts wissen. Darüber hinaus ist in dem neuen Vorschlag des Oberbürgermeisters nun wenigstens eine Forderung von uns, nämlich mehr Frauen in der StellvertreterInnenriege erfüllt, mit Frau Jenichen auf der Position der zweiten Bürgermeisterin. Und ja, natürlich hätte ich mir gewünscht, es hätte eine andere Reihung gegeben. Aber wenn Herr Hilbert, wie er es jetzt eben getan hat, deutlich macht, wofür er sein Einvernehmen gibt und wofür nicht, und da gucke ich jetzt auch mal darüber, die vermaledeite Einvernehmensregelung ist nicht auf grünem Mist gewachsen. Dann können wir als Fraktion zwar versuchen, Rumpelstilzchen zu spielen und bockig mit den Füßen aufzustampfen, was in diesem Stadtrat ja inzwischen gang und gäbe geworden ist. Oder wir sagen, lasst uns jetzt auch dieses hoffentlich letzte Kapitel zum Thema Beigeordneten endlich abhaken
und uns der eigentlichen politischen Arbeit zuwenden. Mit dem Kopf durch die Wand bringt selten mehr als dicke Beulen. Deshalb stimmen wir als grüne Fraktion der geänderten Vorlage jetzt zu und beobachten gespannt, wie konstruktiv sich der Rest des Rates verhält. Vielen herzlichen Dank. Als nächster Redner für Fraktion Die Linke, Herr Schäuble. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, sehr verehrte Gäste, also nach all dem Gequäle um die Beigeordnetenwahl dachten wir ja, der Oberbürgermeister hätte gelernt und wäre schlauer geworden. Damals ist er auf Konfrontation mit dem Stadtrat gegangen und wir haben alle erlebt, wie viel Porzellan dabei zerschlagen worden ist und wie lange es gebraucht hat, um dann doch eine Lösung zu finden und die Beigeordneten zu wählen. Und insofern wäre es aus meiner Sicht klüger gewesen. Der Oberbürgermeister wäre zunächst mit den demokratischen Fraktionen dieses Hauses ins Gespräch gegangen, hätte Verhandlungen aufgenommen und dann hätten wir gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Das ist leider nicht passiert. Uns wurde eine Vorlage auf den Tisch gewedelt und die hat man dann zu akzeptieren oder auch nicht. Aber die Gemeindeordnung, die strahlt einen anderen Geist aus. Die Gemeindeordnung sagt nämlich, der Stadtrat entscheidet im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister und nicht der Oberbürgermeister entscheidet und schaut dann mal sozusagen, wie sich der Rat so dazu verhält. Das ist kein gutes Agieren auf Augenhöhe, das ist kein diskursives Agieren, bei dem man gemeinsam an guten Lösungen arbeitet. Was hat uns der Oberbürgermeister vorgeschlagen? Er hat uns vorgeschlagen, zunächst mal eine reine Männerriege, einen Herrenclub zu wählen auf den als ersten Bürgermeister und als zweiten Bürgermeister. So. Und da haben wir als Linke gesagt, also man muss mal die Kirche im Dorf lassen, so geht es nicht. Dieser Vorschlag, das ist doch wie aus dem vergangenen Jahrhundert, das wollen wir nicht. Meine Damen und Herren, man hätte nach sehr verschiedenen Prinzipien vorgehen können. Ein Prinzip wäre zum Beispiel gewesen, da hat Frau Filius-Jehn recht, nach der Stärke der Fraktionen einen Vorschlag zu unterbreiten. Das ist ein nachvollziehbares Prinzip. Es hätte ein anderes Prinzip gegeben, die Wahlergebnisse der Beigeordneten. Daraus kann man nämlich ableiten, wie viel Vertrauen die einzelnen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister seitens des Stadtrates genießen. Auch das wäre ein nachvollziehbares Prinzip gewesen. Ein anderes anwendbares Prinzip wäre gewesen, nach der Amtszeit, sprich nach der Amtserfahrung der Beigeordneten zu gehen und entsprechend einen Vorschlag zu unterbreiten. All das ist nicht passiert. Stattdessen wurde uns ein Männerclub vorgeschlagen. Und jetzt, hier eine Minute vor der Abstimmung, kommt also ein Ersetzungsantrag. Und da gibt es dann eine geringfügige Modifikation, ein kleines Zugeständnis an die Grünen, um ihre Stimmen einzusammeln, soll dann also Frau Jeniken zweite Bürgermeisterin werden. Meine Damen und Herren, mit Verlaub, das ist uns zu wenig und deshalb werden wir diesem Vorschlag des Oberbürgermeisters nicht zustimmen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion, die CDU-Fraktion, Frau Arnert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Bürger. Nun, Personalquerelen, ja, die hatten wir hier zuhauf und über Monate. Es ist gut, dass das heute ein Ende genommen hat. Wir haben verdammt viel Vertrauen untereinander verloren, Herr Schäuble. Und wir haben viele, viele Verletzungen erfahren. Der eine besonders, aber auch untereinander ist da ganz viel kaputt gegangen. Insofern ist es gut, dass das heute ein Ende gefunden hat. Und ich möchte an der Stelle nochmal Herrn Pratzka ganz, ganz herzlich gratulieren. Dass der Oberbürgermeister
jetzt anders. Wir wählen ja hier nicht, sondern wir bestätigen hier die Vorlage des Oberbürgermeisters. Und worauf kommt es denn, worauf kommt es denn an? In Ihren ersten Aussagen hieß es, es braucht eine Frau in diesem Dreiergremium. Wir haben den Oberbürgermeister erlebt in diversen Runden. Frau Fiosiene wird es ja entsprechend bestätigen können, wo wir immer wieder nachgefragt haben, was wäre denn der Vorschlag, worauf kann sich die Linke einlassen? Und da kam nichts. Kein einziges Wort, gar nichts. Ein Zurücklehnen, nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, ein die Hände übereinander schlagender Scheubach, der bis zum Schluss einfach gewartet hat, was hier passiert. Jetzt dem Oberbürgermeister vorzuwerfen, dass er nicht gesprächsbereit ist, das finde ich sehr, sehr unfair. Und der Vorschlag, den er unterbreitet hat, und da ist auch die Frage der Größe, beim letzten Mal, sind wir ehrlich, die Kriterien, die Sie angeführt haben, die passten auf Herrn Sittel. Es war die Frage, wie lange ist er denn bereits im Amt gewesen? Es ist die Frage, er genoss das Vertrauen von ganz vielen. Leider war auch Herr Sittel keine Frau. Aber das hat damals niemanden gestört. Sie hat das in all ihren Äußerungen ganz besonders gestört. Es braucht eine Frau. Und zwar unter den ersten drei. Und jetzt gerade hören wir diese kleine Modifikation. Der zweite Platz ist jetzt eine Frau. Also, Sie können sich doch selber nicht ernst nehmen. Sie wollen einfach nicht. Sie wollen hier einfach nicht mitmachen. Es geht nicht darum, dass unsere Stadt in Zukunft wieder handlungsfähig ist, dass wir loslegen können. Wir unterstützen den Vorschlag des Oberbürgermeisters. Es gab nicht ein einziges kritisches Wort an der Person Jan Donhauser in dieser ganzen Zeit, die wir das diskutiert haben, aus gutem Grund. Er genießt nicht nur das Vertrauen des Oberbürgermeisters, sondern er agiert hier überparteilich. Und ich mag auch noch mal in Erinnerung rufen, warum Herr Kühn auf dem Platz 2 stand und nicht Frau Eva Jeniken. Und auch hier habe ich Respekt dafür, dass es doch einige gibt, die hier gemeinsam auf dem Weg sind, Entscheidungen für die Stadt zu treffen und dafür Sorge zu tragen, dass es hier endlich weitergehen kann. Und ich werbe darum, dass wir dem Vorschlag, so wie er jetzt vom Oberbürgermeister vorliegt, alle gemeinsam zustimmen. Danke. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde. SPD-Fraktion ist an der Reihe. Frau Frohwieser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste im Saal und im Stream. Vorab, manchmal verwundert es mich dann doch schon, was manche Menschen unter Mehrheitsfindung, unter breiter Mehrheit, unter Zusammenarbeit, unter wir haben gemeinsam diskutiert. Also für meine Fraktion kann ich nur sagen, wir diskutieren es heute hier zum ersten Mal. Das ist im Übrigen etwas, was wir vehement beanstandet haben. Diese Frage ist nämlich inzwischen seit 8 Monaten ungeklärt. Der Oberbürgermeister hat es ja jetzt auch gerade noch mal deutlich gemacht. Wir befinden uns hier nicht nur in einer pluralen Stadtgesellschaft, sondern vor allen Dingen im pluralen Stadtteil, in einem pluralen Stadtrat mit 8 Fraktionen und dort eine breite Mehrheit zu finden. Und ich höre es immer wieder, dieser Oberbürgermeister möchte seine Entscheidungen, die Entscheidung dieses Rats auf Basis einer breiten Mehrheit treffen, ist Arbeit, ist in erster Linie Arbeit und eben nicht basta. Und es ist nicht, wie es jetzt gerade hier nochmal gesagt hat und wie es heute Morgen ja auch in der Zeitung stand, der Herr Hilbert wünscht sich eine breite Mehrheit für seinen Vorschlag und stellt schon mal unmissverständlich klar, dass er keine alternativen Vorschläge sehe, die im Vorfeld sein Einvernehmen finden können. Das ist basta und eben nicht, was Demokratie ausmacht. Demokratie ist nicht wünsch dir was, sondern harte Arbeit, Auseinandersetzung, miteinander reden. Das ist manchmal eine Geduldsprobe und manchmal eine ganz schöne Zumutung. Und wenn die letzten Wochen in dieser Stadt eines bewiesen haben, dann eben, dass es dem Oberbürgermeister eben nicht um eine breite Mehrheitsfindung geht und gerade beim Thema Beigeordnete, und ich bin wirklich überrascht, was jetzt hier gerade die drei Vorrednerinnen schon gesagt haben, also stellenweise denke ich, es hält halt nicht so lange der Weltfrieden im Buddelkasten. 5 Minuten später streitet man sich doch, und als Mutter bin ich darüber verwundert, wenn man sagt, naja, wenn das Kind eben unbedingt immer mit dem Kopf durch die Wand will, dann mache ich die Türe lieber auf. Das rächt sich, glaube ich, in der Kindererziehung manchmal. Und der Oberbürgermeister mit einem FDP-Parteibuch, der ja auch als Kandidat der CDU und der FDP wieder zur Wahl angetreten ist, erhebt dann auch noch den Anspruch,
dass CDU und FDP, die zusammen in diesem Rat 16 von 70 Räten stellen, die ersten beiden Positionen in dieser Stadtspitze haben. Breite Mehrheit sieht anders aus. Und deswegen aus Sicht meiner Fraktion, der SPD-Fraktion, gibt es eigentlich nur einen sinnvollen Weg aus diesem Hickhack der letzten Monate. Nämlich, wir stellen als erste Stellvertreterin des Oberbürgermeisters diejenige Beigeordnete auf, die den breitesten Rückhalt in diesem Rat hatte, sowohl was ihre Wahlergebnisse angeht, als auch was die zahlreichen Wortmeldungen aus sämtlichen Fraktionen in diesem Rat angeht. Und das war ja nun wirklich eindeutig Frau Dr. Kaufmann. Und Herr Scholbach hat darauf hingewiesen, die Gemeindeordnung sagt, der Stadtrat legt die Vertretungsreihenfolge vor. Ja, im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister. Das ist aber eben nicht, der Oberbürgermeister legt hier irgendwas hin, was noch nicht einmal begründet ist. Weder die Originalvorlage ist inhaltlich begründet, noch der jetzt gerade eben hier im Tagesordnungspunkt verteilte Änderungsantrag. Und es wird auch nicht begründet, warum er sagt, und bei allen anderen, nö. Nochmal, Demokratie ist harte Arbeit, ist Auseinandersetzung, ist miteinander reden und Geduldsprobe. Dass der Oberbürgermeister hier zunächst, ist gerade auch schon von einigen thematisiert worden, einen Vorschlag präsentiert hat mit drei Männern an der Führungsspitze. Wow, really, wie viele Jahrzehnte glauben wir eigentlich inzwischen, dass wir das hinter uns haben und dass Männer und Frauen gleichberechtigt und gleich viel wert sind. Jetzt bekommen wir diese geänderte Tischvorlage. Jetzt war ja in Zeitungen vorher schon zu lesen, erhält die Rathausspitze eine weibliche Note. Das ist ja... Und nochmal, der Oberbürgermeister hält es nicht für nötig zu erklären, was ganz konkret die Person Herr Donhauser, Herr Kühn oder jetzt Frau Jenigen prädestiniert, erster oder zweiter Stellvertreterin des Oberbürgermeisters zu werden. Und ja, Frau Dr. Kaufmann ist momentan die Beigeordnete mit dem Geschäftsbereich, der am meisten herausgefordert ist. Und sie beweist dabei in ihrer fleißigen, unaufgeregten Art, auch in ihrem sachlichen Umgang mit den Menschen, auch mit den Bürgerinnen in unserer Stadt, aber auch mit wahnsinnig langen Arbeitstagen, und ihrem beharrlichen Bemühen um tatsächlich breite Mehrheiten für ihre Vorlagen im Stadtrat, die Kompetenzen, die aus Sicht meiner Fraktion für die Position der ersten Bürgermeisterin relevant sind. Und im Übrigen, sie leitet auch souverän und ruhig Stadtratssitzungen, auch nicht ganz unwichtig. Insofern, wir haben unseren Vorschlag hier auf den Tisch gelegt und ich bin gespannt, ob und welche Vertretungsreihenfolge unsere Stadt heute hier bekommt. Vielen Dank. So, wir setzen fort. FDP, Herr Sastrow. Ja, meine Damen und Herren, das Postengescharre hört in diesem Stadtrat wahrscheinlich nie auf. Jetzt wird es von der linken Seite noch bis in die vierte und fünfte Kommastelle weitergetrieben. Sie können mir eins glauben, das interessiert da draußen überhaupt niemanden. Das versteht auch niemanden. Das ist nur noch peinlich, was Sie hier machen. Deswegen ganz klar Zustimmung zur Vorlage des OB. Basta, Frau Frohwieser. Freie Wähler, freie Bürger, Herr Genschmer, bitte. Ja, ich wollte eigentlich nicht viel sagen, aber Herr Sastrow hat mich motiviert, weil es wirklich das ist. Die Kungelrunde der sogenannten Demokraten, die ein Drittel des Stadtrates ausgrenzen, die eine neue Mehrheit, ein Team schaffen wollten, was gemeinsam mit dem Oberbürgermeister die Stadt regiert. Herr Scholbach hat es nach der Wahl der ersten Beigeordneten schon auf den Punkt gebracht, dass er jetzt Kampf macht. Wie gesagt, jetzt haben wir vor einer halben Stunde haben wir gerade die letzte Wahl der Bürgermeister Riege gesehen. Da haben wir gemerkt, wie mit der Gemeindeordnung umgegangen wird. Jetzt, eine halbe Stunde später, hat der Herr Scholbach diesen Umgang schon wieder vergessen. Jetzt fordert es wieder ein. Wie gesagt, wie Sie hier mit der Demokratie umgehen, ist schon erstaunlich. Es ist erstaunlich, dass Sie noch nie gefordert haben, dass gewisse Stadträte nicht mehr wählen dürfen. Aber das würden Sie natürlich am liebsten machen. Wie gesagt, wir entscheiden nach dem, wie wir die Bürgermeister, die Sie gewählt haben, wie wir sie fachlich bewerten. Wir gehen mit allen gleich um. Wir respektieren Wahlen und wir brauchen keine Mehrheit. Wenn heute bei der Asyldiskussion die Vorlage mit 34-34 durchfällt, bin ich unzufrieden und respektiere es. Als nächste Fraktion Dissidentin, Herr Lichti. Es
Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bekanntlich sind wir Dissidenten ja nicht Teil dieser Gesprächsrunden, sage ich jetzt mal neutral. Wir waren natürlich selbstverständlich nicht einbezogen in diese Debatten. Ich weiß nicht, ob der Oberbürgermeister überhaupt mit irgendjemandem geredet hat. Aber wir haben hier in diesem Stadtrat eine gewisse Tradition und die entscheidet eigentlich diese Frage. Diese Tradition lautet, die stärkste Fraktion im Stadtrat hat das Vorschlagsrecht und danach wurde sich auch immer gehalten bisher. Das war immer so, egal wie die Mehrheitsverhältnisse waren. Das war so, als wir eine schwarz-gelbe Mehrheit hatten. Das war so, als wir mal eine rot-grün-rote Mehrheit hatten. Das war so, als der Stadtrat wie heute im Grunde in zwei Teile geteilt ist. So, und jetzt sehen wir den Oberbürgermeister, der uns einen Vorschlag macht mit Herrn Donhauser, der unterstützt worden ist, langjähriger Vorsitzender, der nunmehr viertstärksten Fraktion in diesem Stadtrat, der viertstärksten Fraktion. Das gab es noch nie. Das gab es noch nie. Und es ist auch nicht nachvollziehbar. Es ist natürlich eindeutig, dass dieser Vorschlag des Oberbürgermeisters genau deshalb kommt, weil Herr Hilbert sich aufgrund der Unterstützung der CDU in seinem OB-Wahlkampf verpflichtet fühlt. Er zahlt hier einen gewissen Teil seiner Schulden zurück. Es ist Teil der grundsätzlichen Strategie des Oberbürgermeisters, die Wucht sozusagen im Stadtrat eher nach rechts zu verschieben. Und das soll jetzt hier einfach fortgesetzt werden. Deswegen hat aus meiner Sicht die grüne Fraktion eindeutig das Vorschlagsrecht. Und ich bin ja eigentlich fassungslos, ich kann da eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, wie die grüne Fraktion nicht nur in dieser Frage wieder auf die Knie fällt und das dann mit den schönen Worten, also Christiane, mal ehrlich, wirklich, dass du dann überhaupt noch nach vorne gehst und das verteidigst, also die eigene Niederlage noch besingst. Okay, also es ist natürlich auch so, dass natürlich die Frage Vertretung von Frauen in der Verwaltungsspitze auch das zentrale Thema ist. Es ist auch so, dass Frau Jenigen die dienstälteste Bürgermeisterin der Grünen ist. Deswegen ist es aus meiner Sicht völlig normal und selbstverständlich und entspricht den Traditionen dieses Stadtrates, dass Frau Eva Jenigen die erste Stellvertreterin des Oberbürgermeisters werden muss und dazu gewählt werden muss. Ich finde es ja auch sehr interessant, ein allerletzter Gedanke, auch nach der Rede von Herrn Scholbach, die mich auch ein bisschen erstaunt hat, dass jetzt sozusagen diese Hilbert-Koalition im Grunde auf eine schwarz-grüne Kernkoalition zusammenschrumpft, die, ich möchte daran erinnern, über 24 Stimmen in diesem Stadtrat verfügt, der insgesamt 70 Stadträtinnen und Stadträte hat. Also wir haben hier eine immer weitere Verengung, die natürlich dann auch zulasten der Grünen geht. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber das ist der Weg, auf den sich die grüne Fraktion begeben hat. Also, Herr Oberbürgermeister, mein Antrag lautet, dass zum ersten Stellvertreter Frau Eva Jenigen gewählt ist, zu wählen ist und ich bitte, diesen Antrag zur Abstimmung zu bringen. Danke. Wir schließen erstmal die Fraktionsrunde ab und dazu AfD-Fraktion Herr Lommel. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, auch liebe Zuschauer am Livestream. Ja, Herr Kollege Holger Zastrow, wenn er gesagt hat, es versteht keiner, was wir tun, hat er recht. Wir wählen den ersten Stellvertreter. Das ist so wichtig. Ich erinnere, es gab mal eine Situation, wo ein Ingolf Rosberg Oberbürgermeister war, dann durfte er eine lange Zeit das nicht sein, das ging über Jahre und dann war der erste Stellvertreter der quasi Oberbürgermeister und in dem Moment war das ein sehr wichtiges Amt. Also Holger Zastrow, klar, ich erkläre es, dass es doch sehr wichtig ist, was wir hier tun. Und jetzt kommt der Oberbürgermeister und macht Vorschläge. Zunächst mal sagt er Herr Donhauser und dann Herr Kühn. Und dann sagt er, kam nicht so gut an, Herr Donhauser und jetzt sind wir Frau Jeniken, weil sie eine Frau ist. Ich habe gedacht, jetzt wo es bei Diversität ist, dass das Geschlecht gar keine Rolle mehr spielt, wundert mich, dass das jetzt doch eine Rolle spielt. Aber gut, ich lasse es stehen.
ist es in Ordnung. Meine Welt ist noch die, dass ein Oberbürgermeister jenen wählt, den er am kompetentesten findet. Nicht irgendwie jemanden, sondern am kompetentesten. Und wenn ich jemanden kompetent finde, dann begründe ich das. Indem ich sage, am meisten Erfahrung hat dies und jenes. Herr Donhauser ist es höchstwahrscheinlich also aus meiner Sicht insoweit nicht, weil er diesen Vertrag kreiert hat mit der Linkspartei und mit den Grünen und hat dafür gesorgt, dass eben viele Parteien nicht dabei sind. Und da kann man natürlich auch nicht sagen, dass er derjenige ist, der zusammenführt. Das klappt nicht für mich zumindest denklogisch. Aber vielleicht, weil er die Sitzung gut leitet, vielleicht. Und dann kommt jetzt plötzlich Frau Jeniken und da erinnere ich mich an den Wahlkampf. Da war das ja jemand wie Frau non grata persona. Die war ja ganz schlimm. Und jetzt plötzlich ist er geeignet zum Stellvertreter. Freue ich mich für Sie, dass das jetzt in ein paar Monaten sich gewechselt hat. Aber so ganz logisch klingt das alles nicht. Man schlägt einfach mal Leute vor, mal gucken, wie es klappt. Schade für die wichtigen Positionen. Das ist der Sache nicht so ganz würdig. Die beste Personalie wäre die gewesen, die die CDU nicht wollte. Das war der Herr Sittel gewesen, der hat Erfahrung gehabt, der hat das Geschäft gekonnt. Und ich muss sagen, hat zumindest den Eindruck an jeden vermittelt, ja, ich bin für euch da. Aber das ist heute nicht das Thema. Und jetzt haben wir hier den Salat. Ich bin enttäuscht von dem Oberbürgermeister, dass er nicht einmal hingeht und seine Vorschläge begründet, indem er sagt, ja, und deswegen ist er der Beste und deswegen aus der Zusammenarbeit und das und jenes, da kommt gar nichts. Und das ist nicht die Art, wie man mit Vorschlägen umgeht, die eine Mehrheit brauchen und eine Akzeptanz. Deswegen, wir werden uns enthalten, wir wurden auch nicht irgendwie gefragt, das ist ja das Übliche. Von daher, wie hat König da gesagt, der letzte König von Sachsen, macht euren Käse alleine, vielen Dank. So, nach Abschluss der Fraktionsrunde gestatten Sie mir noch mal einige Sätze selber zu sagen, weil einige der Vorwürfe, die hier gekommen sind, auch völlig haltlos sind, weil ich klar und deutlich gesagt habe, wie meine Vorschläge sich herausrekrutieren und wie ich meine Originalvorlage eingebracht habe. Die hat ganz wesentlich ist geprägt gewesen von dem Vorschlag, dass wir viele Monate in einem sehr kleinen Team sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten mussten und das auch sehr vertrauensvoll gemacht haben, wofür ich den Kollegen Kühn und Donhauser außerordentlich dankbar bin. Und das hat uns auch zusammengeschmiedet, deswegen habe ich diesen Vertretungsvorschlag gemacht. Es interessiert im Übrigen bei allen, die jetzt hier mit wunderbaren Redebeiträgen über Gendergerechtigkeit agieren, genauso wenig auf Landes- und Bundesebene, denn da sind es reine Männerriken, die da sind. Und da habe ich diese ganzen Redebeiträge nicht gehört. Sondern es sollte, eine solche Wahl hat etwas mit Vertrauen zu tun und mit beste Vertretung für diese Stadt. Und sie hat auch mit einer fairen Aufgabenverteilung zu tun. So habe ich meinen Vorschlag begründet, als ich ihn eingebracht habe. Ich habe dem Wunsch Rechnung getragen, dass man sagt, nein, wir wünschen uns auch unter den drei führenden Köpfen der Stadt eine Frau. Insofern habe ich Ihnen heute einen Änderungsantrag ausgereicht, der auch nicht neu ist, der jetzt deswegen nur heute als Tischvorlage kommt, weil Sie auch den Punkt jetzt gerade frisch gewählten sechsten Beigeordneten mit enthält, aber immer auch avisiert war. Und das andere Kolleginnen nicht Teil der engeren Stadtspitze sein können, liegt nicht an den Kolleginnen, die ich außerordentlich schätze und wertschätze, sondern liegt dann ganz deutlich der Botschaft, wenn eine Fraktion, die nennenswert an der Stadtspitze beteiligt ist, deutlich artikuliert, so kaum dass die Wahlen gelaufen waren, ich will hier keine Kooperation machen, ich will nicht unterstützen die Arbeit in der Stadtspitze zum Wohle dieser Stadt, dann kann man schlechterdings nicht seine direkten Stellvertreter daraus rekrutieren. Da bitte ich einfach um Verständnis, das geht nicht. Und insoweit ist die Reihenfolge und der Vorschlag außerordentlich klar und hat
und bietet auch gar keine Alternativen. Und das habe ich signalisiert. Und das sage ich hier auch noch mal deutlich. Ja, ich kann ja nur meine persönliche Meinung sagen. Und das Einvernehmen ist klar und deutlich in der Gemeindeordnung festgeschrieben. Das sind Vertrauenspositionen. Das sind Vertrauenspositionen in Richtung des Oberbürgermeisters und natürlich auch in Richtung der Stadtgesellschaft. Die Stadtgesellschaft kann erwarten, dass die Stadtspitze an einem Strang zieht. Und genau das habe ich hier entsprechend signalisiert. So, das vielleicht nochmal in aller Deutlichkeit auch zu dem Vorschlag. Und jetzt habe ich gesehen, es gibt eine weitere Wortmeldung. Das war Frau Frohwiese, dann war gebeten worden, eine Auszeit vor der Abstimmung. Und ich würde auch noch mal bitten, Herr Lichti, dass Sie Ihren Vorschlag konkretisieren, weil Sie müssten ja jetzt mir einen Änderungsantrag machen. Und naja, Sie wollen Frau Jenichen auf 1, aber und danach? Also wir beschließen eine komplette Vertretungsreihenfolge und deswegen müssten Sie sich schon dazu befleißigen, mir einen kompletten Vorschlag zu unterbreiten. Jetzt Frau Frohwiese. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, eigentlich wollte ich nur eine Formalie vom Platz aus erklären, aber jetzt haben Sie mich dann doch herausgefordert, nochmal von hier vorn zu sprechen. Also zumindest bin ich ziemlich stolz auf meine SPD, dass es bei uns schon längst keine reinen Männerriegen mehr gibt, weder im Land noch im Bund. Und erst recht nicht hier in meiner Fraktion. Jetzt haben Sie ja zumindest mal begründet, warum Sie das so gewählt haben, wie Sie es gewählt haben. Entschuldigen Sie bitte, aber den allermeisten hier im Saal haben Sie das heute zum ersten Mal begründet, weil die Vorlage ist in keinem Ausschuss oder sonst was eingebracht worden. Diese Begründung ist nicht dieser Vorlage angefügt, wo man das normalerweise tun würde, aber wir haben sie ja jetzt auch gehört und zur Kenntnis genommen. Was mich ein Stück weit wundert ist, und da komme ich nochmal auf die Gemeindeordnung, da steht drin, der Stadtrat bestimmt und natürlich aus dem Kreis der Beigeordneten. Also auch der Stadtrat ist hier gefragt zu entscheiden, wen Sie im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Rat und dem Oberbürgermeister, da sehen Sie, haben auch gerade eben begründet, dass das gar nicht in den Personen liegt, sondern in einer handelnden Fraktion. Aber nun ist Frau Kaufmann, die wir vorschlagen, nicht Mitglied einer handelnden Fraktion, sondern eine Beigeordnete aus der Riege der Beigeordneten. Deswegen bleiben wir da auch bei unserem Antrag. Im Übrigen, Kollege Lichti, widerspreche dir ja nur höchst ungern, aber ich glaube, als Herr Hilbert erster Bürgermeister geworden ist, war die damalige FDP-Fraktion die fünftstärkste Fraktion. Insofern ist es schon systematisch. Ich möchte aber noch mal der Form halber erklären, weil es ja jetzt diesen Ersetzungsantrag des Oberbürgermeisters gibt, dass unser Änderungsantrag sich selbstverständlich auch auf diesen Ersetzungsantrag bezieht und dass dieser Änderungsantrag, den wir zur ursprünglichen Vorlage gestellt haben, nämlich den Platz 3 und 1 zu tauschen, also Herrn Donhauser und Frau Kaufmann zu tauschen, sich genauso auf den jetzt vorgelegten Ersetzungsantrag bezieht. Vielen Dank. So, Herr Lichti. Sehr geehrte, hochverehrte Frau Kollegin Frohwieser, weil, wenn es so gewesen sein sollte, was ich jetzt nicht in Abrede stelle, dass Herr Hilbert als Mitglied der fünftstärksten Fraktion erster Bürgermeister geworden ist, dann ist das eine höchst bedauerliche Abweichung gewesen von der richtigen Ordnung der Dinge der Welt. So, okay. Herr Oberbürgermeister, ich dachte, dass ich mich klar ausgedrückt habe. Ich beantrage also ausdrücklich, zur ersten Stellvertreterin Frau Bürgermeisterin Eva Jenigen zu wählen, zur zweiten Stellvertreterin Frau Bürgermeisterin Dr. Christin Claudia Kaufmann. Das ergibt sich daraus, dass die Linke dann die nächststärkste Fraktion ist. Und zum dritten Bürgermeister Herrn Bürgermeister Jan Donhauser zu wählen. Und die anderen Positionen bleiben so wie in Ihrem Vorschlag. Danke. So, meine Damen, meine Herren, scheint erstmal die Rednerliste abgearbeitet zu sein. Dann kämen wir jetzt in die gewünschte kurze Auszeit und dann setzen wir mit der Abstimmung fort.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte die Plätze wieder einzunehmen, sodass wir fortfahren können. Die Rednerliste war ja abgearbeitet. Ich habe zwei Änderungsanträge, die ich auch in der Reihenfolge des Eingangs dann zur Abstimmung stellen würde. Nochmal, warten Sie mal kurz, immer zuhören, und dann können Sie gleich dann agieren. Also, ich hatte Ihnen gesagt, eingangs schon, ist ja die Vorlage des Oberbürgermeisters, die hat einen Änderungsantrag eingebracht. Dieser Änderungsantrag ist die Abstimmungsgrundlage. Und gegen diesen Änderungsantrag gibt es zwei Änderungswünsche. Zunächst als erstes schon vorliegend, schon länger von der SPD-Fraktion, den würde ich zunächst abstimmen. Und zum Zweiten würde ich dann Ihren Vorschlag, Herr Lichti, abstimmen. Das sind jeweils Alternativvorschläge, da gibt es keinen stärker, keinen weniger stark, sondern es gibt einen, und jetzt in der Chronologie der Einreichung, und dessen würde ich das so verfahren. So, bitteschön jetzt. Herr Oberbürgermeister, da unser Vorschlag zwei Positionen austauscht, scheint er mir der weitergehende zu sein. Und deswegen müsste er meines Erachtens zuerst abgestimmt werden. Da gibt es nichts mit weitergehend und nichts weitergehend, sondern es gibt eine Reihenfolgefestlegung. So. Sie, ich habe das Verfahren erläutert und habe gesagt, wir stimmen zunächst in der Änderungsantrag über den der SPD ab, danach über den von Ihnen, Herr Lichti, und danach kommen wir zur Schlussabstimmung. Wer dem Änderungsantrag der SPD folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.19 Ja-Stimmen, 42 Nein-Stimmen, 15 Enthaltungen. Damit hat das keine Mehrheit bekommen. Wir haben als nächstes den Änderungsantrag von Ihnen, Herr Lichti. Ich darf fragen, wer diesem folgen möchte. Also ich wiederhole es nochmal. Änderung 1, Frau Jenichen, als zweite Bürgermeisterin Frau Dr. Kaufmann und als dritten Bürgermeister dann Herrn Donhaus, ansonsten wie in meinem Änderungsantrag beschrieben. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Neunundzwanzig Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen bei 12 Enthaltungen ist das so entsprechend geändert worden. Wir kommen damit über den so geänderten Vertretungsreihenfolge zur Abstimmung. Schlussabstimmung, wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Stimmzeichen. Diese Vertretungsreihenfolge ist mit 29 Ja-Stimmen, bei 33 Nein-Stimmen, bei 4 Enthaltungen hat die keine Mehrheit gefunden. Tja, damit ist es gescheitert. Frau Filius-Jene. Ich will kurz das Abstimmungsverhalten erläutern. Dieser Antrag, den Herr Lichti gestellt hat, das war ja der, den ich bei der allerersten Debatte hier für unsere Fraktion eigentlich mal eingebracht hatte, weil der nach der Fraktionsstärke war.
Und Herr Zastrow, auch wenn Sie jetzt sagen, so ein Quatsch, also jetzt würde ich mal sagen, wenn jemand, und ich hatte es, ich bin es auch offen, der Frau Ahnert im Vorfeld angekündigt, ich habe gesagt, wir machen das nicht, wenn irgendjemand das aber einbringt, dass Frau Jenichen also erste Stellvertreterin sein soll. Wir halten sie für geeignet, wir halten auch diese Kriterien für die richtigen, das habe ich immer gesagt. Es war kein geeintes Paket insgesamt geschnürt. Ich möchte an der Stelle aber auch noch mal sagen, dass auch die Versuche dahingehend im Vorfeld eine Einigung zu finden, in dem auch zum Beispiel Herr Scholbach gesagt hätte, die Kriterien findet er richtig nach Fraktionsstärke. Er hat mir immer nur gesagt, er sieht nichts, was einigungsfähig ist. Jetzt haben wir offensichtlich nichts, was einigungsfähig ist, aber es kann niemand von der grünen Fraktion verlangen, dass sie da dann, wenn es jemand anders so stellt wie jetzt, dagegen stimmt. Also das würde auch niemand hier im Saal tun. Vermutlich ebenso zum Abstimmungsverhalten. Herr Scholbach. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, zum Abstimmungsverhalten. Wir haben hier jetzt ein denkwürdiges Ergebnis. Und meine dringende Bitte ist, dass Sie gemeinsam mit allen demokratischen Fraktionen sich an einen Tisch setzen und nach einer Lösung suchen. Das ist nämlich bisher nicht passiert. Und ich denke, wir sollten erst dann hier im Rat diese Frage erneut zur Abstimmung stellen, wenn es eine einvernehmliche Lösung gibt. Und da möchte ich Sie dringend darum bitten, jetzt endlich aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Und lassen Sie uns gemeinsam an einen Tisch kommen, über diese Dinge reden, und zwar mit allen demokratischen Fraktionen, nicht nur mit einigen. Vielen Dank. Ich mache das sonst nie, aber da mache ich auch meine persönliche Erklärung zum Abstimmungsverhalten, weil mir diese Verlogenheit anstinkt. Zutiefst anstinkt, die hier in diesem Rat vorherrscht, weil es ging um entsprechende Positionen. Und warum habe ich so hart gekämpft, wie diese Stadtspitze aussieht? Weil ich sage, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen eine Führungsstärke in der Stadt, die gemeinschaftlich für diese Stadt agiert. Und ich wollte es auch gerne über eine Vereinfachung machen. Leider ist das nicht zustande gekommen aus verschiedenen, weil wir in einer hohen Diversität hier unterwegs sind. Und dass wir noch nicht einmal schaffen, die Vertreter des Oberbürgermeisters zu wählen. Das spricht Bände für diesen Rat. Und das ist nicht an meinem Einvernehmen gescheitert, das war noch gar nicht gefragt gewesen, sondern Sie sind nicht fähig, eine Mehrheit für eine Vertretungsreihenfolge zustande zu bringen. Und das sage ich mal mit aller Deutlichkeit. Und das, glaube ich, das erübrigt sich weitere Kommentare, das kommentiert sich selber. Herr Würz auch noch zum Abstimmungsverhalten. Bitte schön. Ja, selbstverständlich, Herr Oberbürgermeister, auch eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Ich finde es in dem ganzen Prozess der beigeordneten Wahl, ich habe das ja auch schon mal in der Rede gesagt und auch in Ihrem Agieren, unerträglich, wie Sie denn versuchen, den Rat zu spalten. Und es spricht doch Bände, wie Sie mit dem Rat umgehen. Sie haben mich in meinen Rechten verletzt. Das ist gerichtsfest festgestellt worden. Ihre Verwaltung hat dann im Prinzip fadenscheinigste Rechtfertigung hervorgebracht und keinen Punkt der Einsicht beigebracht. Was wir von Ihnen zunächst mal erwarten, ist, dass Sie die Rechte dieses Rates achten. Das wäre mal die Lektion 1, die Sie zu lernen haben. Die zweite Lektion wäre, dass Sie im Prinzip hier... Sie können zum Abstimmungsverhalten, aber nie hier zum allgemeinen politischen Weltgeschehen. Ja, das ist nicht das allgemeine politische Weltgeschehen. Ich will nur noch eins sagen. Sie wirken in dieser Situation hier völlig überfordert. Und Sie brauchen fähigere Stellvertreter und Stellvertreterinnen. So, damit hatten wir erstmal das abgearbeitet. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt Nummer 5.